Den Sport präsentieren die Autohäuser Renk-Weindl. Meisterschaftskampf, ein Pokalderby und ein ganzes Handballturnier. Ab geht's in ein tolles Sportwochenende. Showdown um die Meisterschaft. Mannheim gegen Krefeld, Zweiter gegen Erster. Die Mannheimer wollen die zweite Meisterschaft in Folge. Dafür muss auf dem Ascheplatz aber noch ein letzter dicker Brocken aus dem Weg geräumt werden. Die Spannung bei den Mannheimern steigt. Ja, der Puls ist schon ein bisschen nach oben gegangen die Woche. Denn also es ist halt völlig unerwartet, dass wir am Samstag ein Finale haben gegen Krefeld. Und ja, dass wir jetzt hier stehen und nach 7 Spielen immer noch unbesiegt sind mit Krefeld an der Tabellenspitze, ist halt, wie gesagt, völlig überraschend. Und insofern sind wir alle ein bisschen nervös. Schließlich ist Krefeld eigentlich haushoher Favorit. Aufgeschlagen wird am Neckarplatt in der Quadratestadt morgen ab 12 Uhr. Dann heißt es Grün-Weiß Mannheim gegen Blau-Weiß Krefeld. Pokalfieber auf dem Betzenberg, das ist deutlich zu spüren. Und es ist gleichzeitig auch noch Derbyfieber, denn der erste FC Kaiserslautern tritt gegen Mainz 05 an. Es geht um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Diese würde dem Verein nicht nur Prestige einbringen, sondern auch eine ganze Stange Geld in die Tasche spülen. Und das können die finanziell wackelig aufgestellten Roten Teufel gut gebrauchen. Ich bin sicher, dass es sehr emotional wird. Das ist beim Derby so und gerade für so ein Spiel Mainz. Natürlich ist Mainz der absolute Favorit als Erstligist und wir sind in der Underdog-Rolle, will ich es mal nennen. Natürlich will sich die Mannschaft aber auch wehren. Morgen um 15.30 Uhr haben die Roten Teufel des 1. FC Kaiserslautern dazu die Möglichkeit. Dann ist nämlich Anpfiff der Partie gegen den FSV Mainz 05 im Fritz-Walter-Stadion. Derbyfieber gibt's auch hier in Viernheim beim Osada Cup. Und während wir Ihnen jetzt erklären, was hier alles so Sache ist, versuche ich erstmal, diesen verharzten Ball von meiner Hand zu entfernen. Insgesamt sind 8 Teams beim Handballvorbereitungsturnier mit am Start. Für Viernheims Neucoach Christian Müller eine Premiere. Ich freue mich natürlich riesig, hier mit Viernheim, meinem neuen Verein, den ersten offiziellen Auftritt zu haben. In eigener Halle, vom eigenen Publikum. Riesig, ja. Ich kann es kaum abwarten auf morgen Abend und dann gleich ein Spiel gegen Heddersheim, Derby. Schöner kann es eigentlich gar nicht sein. Schon heute um 18 Uhr startete der Osada Cup in Viernheim mit der Partie SG Leutershausen gegen TSV Birkenau. Das Finale findet am Sonntag ab 6 statt. Zusammengefasst, am Samstag steigt der Kampf um den Tennis-Bundesliga-Titel in Mannheim. Ebenfalls morgen will Kaiserslautern im DFB-Pokal die Sensation schaffen. Und das ganze Wochenende treten gleich 8 Handballteams im Kampf um den Osada Cup in Viernheim an. Den Sport präsentieren die Autohäuser Renk-Weindl.